Leute, willkommen zu Part Nummer 5 müsste das jetzt sein. Wir spielen gegen den AC Milan. Und testen jetzt erstmal unseren neuen Spieler Zirkov, würde ich sagen. Was heißt testen, aber er spielt eben zum ersten Mal. Ich bin gespannt, wie er sich schlagen wird. In unserem letzten Spiel hat der Helder Postiga schon sein Debüt-Tor gemacht und ich glaube, beim zweiten Treffer hat er den entscheidenden Schuss vorher gemacht, der dann noch abgeblockt wurde vom Keeper. Allerdings hat dann den Nachschuss Makalulu, wie er heißt, reingemacht. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns jetzt schlagen werden. Unsere Mannschaft wird immer besser mit jedem Spiel. Oder auf jeden Fall mit jedem Transfer und mit jedem Spiel werde ich natürlich auch wärmer mit diesem Team. Muss mal schauen, wie ich als nächstes kaufe. Nach diesem Spiel werde ich wieder jemanden kaufen. Wir spielen in der Allianz Arena. Bei uns zu Hause haben natürlich Anstoß und dann geht's auch schon los. Cavenaghi und Helder Postiga stoßen an. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie gut sein Team jetzt schon ist. Wird sich ja noch herausstellen. Und da ist Schirkow wahrscheinlich zum ersten Mal am Ball. Ja. Und jetzt habe ich hier relativ viel Freiraum. Und kann hierbei auf Cavenaghi spielen. Allerdings nochmal zurück zum Keeper gebracht in letzter Sekunde. Aber ich merke schon so ein bisschen, der Gegner lässt mir, wie gesagt, ziemlich viel Freiraum. Das merkt man so, wenn man spielt. Und ja, ich gehe jetzt nicht das Risiko, einen Pass zu spielen, sondern flank einfach mal in die Mitte. Hat das was gebracht? Nein, nicht wirklich, aber ich habe den Ball jetzt wieder. Cavenaghi, Schirkov, Helder Postiga. Übrigens, falls euch wundert, warum so komisch geschrieben wird, ich kenne es auch von der Schreibweise, kenne es eher so Z-H-I-R-K-O-V. Und hier ist noch so ein O dazwischen, das ist glaube ich so die russische Schreibweise, glaube ich, ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, er hat auf jeden Fall mal bei Chelsea gespielt, ist jetzt glaube ich ja bei Zenit, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, er ist auf jeden Fall jetzt, ja doch, ich glaube, er ist zurück nach Russland gewechselt. Fand ich es vom Namen her ganz interessant, weil man kennt ihn ja so irgendwie schon. Russischer Nationalspieler. Und ich will natürlich schon so ein Team aus Spielern haben, die man kennt und die ich auch einigermaßen mag oder schätze. Defoe, den hat er auf jeden Fall schon mal gekauft und der bringt den Ball jetzt nicht in die Mitte zum Glück, sondern es gibt Abschluss für mich. Ich hau den Ball jetzt immer weg. Okay. Baumann. Der Standard-Innenverteidiger. Ich glaube, er ist sogar deutsch. Und Gerson jetzt über außen, aber das klappt nicht. Ruskin, das klappt allerdings auch nicht. Borrello, den hatte glaube ich auch schon gekauft. Ich habe ihn jetzt hundertprozentig falsch ausgesprochen. Der Ball kommt gleich in die Mitte und das ist das 1-0, ja. Das ist das 1-0, das war absehbar. Nachdem hier, ich glaube, Gerson war so viel Platz außen hatte. Er hat ihm den Ball abgenommen. Klasse gemacht. Damit kommt er nicht durch. Okay, Sechinto jetzt. Cavenaghi, hat er genug Platz zum Vorstoß? Nein. Hat er nicht. Er ist, glaube ich, aktuell mein Top-Torjäger. Scheiße. Bitte nicht. Nein, 0-2. Scheiße. Cavenaghi, mein bester Torjäger, glaube ich, hat 3 Tore in 3 Spielen jetzt gemacht oder so. Oder in 4. Ne, 4. Er war schon beim 3-0 dabei. Genau, da hat er Doppelpack geschnürt. Der Pass kommt nicht an. Ja, mein Gegner hat sehr eiskalt die beiden Chancen, die er hatte, genutzt. Und führt 2-0. Das kennen wir ja schon noch irgendwoher. Siehe letzter Part, beziehungsweise letztes Spiel. Und jetzt muss ich schon wieder, wie so oft, einem Rückstand hinterherlaufen.
Alter Postiga, das war unmöglich, da einen guten Kopfball draus zu machen. Er hat es trotzdem einigermaßen hinbekommen. Xinaltern und Freistoß. Gut. Ich hoffe diesmal, dass ich es nicht so spannend machen muss wie beim letzten Mal. Sondern dass ich hier noch schnell 1-2 vor der Pause irgendwie hinkriege. Ettori, und das war nichts. Es leckt gerade irgendwie. An mir liegt's nicht. Bei mir geht ja eigentlich alles. Und er hat gequittet. Oh, er hat gequittet. Okay. Heißt, wir haben 3-0 gewonnen. Auch ganz gut. Also, er war jetzt vom Abwehrverhalten war er sehr offensiv. Ich glaube, ich hätte da auch noch ein paar Tore hinbekommen. Ich glaube nicht, dass ich es unbedingt verloren hätte. Aber wenn er quittet, ist es natürlich noch besser, ja. Habe ich nichts dagegen. Okay, dann machen wir mal einen kurzen Part. Ist ja auch mal angenehm für euch, sonst ist es ja ziemlich lang immer. Und beschäftigen uns nochmal ein bisschen mit Transfer. Wir haben jetzt 1,5 Millionen bekommen. Und ich habe auch noch den Kader, ich muss ja 16 Spiele haben, aber ich habe 18. Ich werde jetzt noch jemanden verkaufen, und zwar Fouquet hier 57. Das ist so ein Scheiß, braucht man nicht. In der Mannschaft. Und wen noch? Hamsun. Ja, ich habe 2 gute Stürmer. Mehr will ich nicht, mehr brauche ich nicht. Verkaufe ich ihn eben. Gut, jetzt haben wir wieder 2,7. Das erlaubt uns natürlich nicht die ganz großen Sprünge, ist ja klar. Aber ich glaube so 71 ist drin. Ne, sogar ein bisschen mehr. Ich glaube das letzte, zum Beispiel Schwegler hatte 73, 72 hat nur 2 Millionen gekostet. Die Suche habe ich noch drin, alles klar. Und dann sortieren wir nur noch mal schnell, genau. Und fangen diesmal, würde ich sagen, ein bisschen weiter unten an. Wobei, nee, ich muss hier noch was einschränken. Ich habe jetzt 2 zentrale Mittelfeldspieler. Ich suche jetzt noch außen. Ich brauche jetzt noch 2 Flügelspieler für mein System. So, genau so sortieren bitte. Und dann schauen wir mal, was sie hier für Alternativen auf dem Flügel haben. Oder was für Alternativen wir uns kaufen. 8 Fana kenne ich gar nicht. Craig Gardner. Der Diok, mal sehen. Kommt mir irgendwie immer wieder. Das wäre auch vielleicht eine Idee. Ich weiß aber nicht, wie gut der auf dem Flügel spielt. Ja, Hugoviana, das haben wir ja schon gekauft. Schürle. Okay, ziemlich teuer. Verhoek. Ziemlich billig eigentlich. Yippie Yappo, wie viel teuer war der nochmal? 2,5. Ich werde jetzt versuchen, einen relativ günstigen zu bekommen. Traore. 2,4. Alaba. Wäre doch auch noch eine Idee, oder? War hier noch, okay, was haben wir denn noch so? Steinhöfer, Flankengott. 70 ist mir dann schon ein bisschen zu wenig. 71, 72 sollte es schon sein. Ich guck mal bei 73, ob ich mir da gerade momentan irgendwas leisten kann. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber wir gucken einfach mal. Ja, Shevchenko. Das Rocke Santa Cruz. Den gibt's auch noch hier. Obi. Ganz lustiger Name eigentlich. Mehmet Aurelio, ich glaube, den habe ich das letzte Mal auch schon geguckt. Kann ich mir momentan nicht so leisten. Manu de Moral kennt man auch so ein bisschen vom Namen. Letale. 2,8. Auch so ein Ersatzspieler aus der Nationalmannschaft von Frankreich, so würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Ja, Quinter, der ist natürlich schon ziemlich teuer, klar.
Heiner habe ich jetzt nicht so Lust drauf, irgendwie. Suarez. So günstig. Bendtner. Nee, ich glaube, da waren schon ein paar gute, ganz nette Sachen dabei, oder? Hier in dem Bereich. Wenn ich hier nur an, wo war das? Derdiok und so weiter denke, was wir ja schon, wir hatten hier schon ein paar ganz interessante Sachen eigentlich. Ich glaube, bei 72 war das jetzt gewesen. Und Zuckert, wie viel kostet der nochmal? 2,8. Bisschen zu teuer. Yippie-Yappo, was hatten wir noch? Hier war doch noch was. Fletcher ist gerade auch ein bisschen knapp über meinem Budget. Ah, ich habe gerade verloren, was ich meinte. Ich habe hier irgendwo. Hier waren noch ein paar ganz interessante Spieler. Ja, genau, der, die auch, was hatten wir noch? Alaba war da auch noch irgendwo. Angelov. Kann, wie es aussieht, auch auf dem Flügel spielen. Hans Sapa, ey, ist klar. Hatten wir auch schon im letzten Part. Irgendwann kaufe ich die noch für die Abwehr, aber da sehe ich jetzt nicht so den Bedarf. Alaba. Koulibaly. Das wäre auch eine Idee. Mehmet Ekici. Okay. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Jonathan. Zu teuer gerade. Wen soll ich kaufen? Der Diok, ja, das ist schon. Ja, doch, ich hole mir jetzt einfach der Diok. So billig, wie er ist. Komm, warum nicht? So, und damit haben wir einen weiteren bekannten Spieler. Durch diesen Spielerbruch haben wir jetzt natürlich Zeit gehabt, schön rumzuwerkeln. So, der spielt links. Oh, guckt euch schon mal diese Offensivabteilung an. Sie ist nicht traumhaft, aber sie ist schon nice. Und was ich jetzt machen werde, ich werde. Also, was. Das geht ja nicht weiter gerade, aber wir werden jetzt für die nächsten 4-5 Spieler niemanden kaufen. Und ihr könnt mir Vorschläge für einen rechten Mittelfeldspieler machen. Denn hier will ich jetzt eine Granate haben. Ja, schreibt mir eure Ideen, wen ihr da hättet. Also mit Granate meine ich keinen Robben oder sonst was, sondern da mal so heftig nicht. Ich werde dann nach 5 Spielen, sagen wir mal, werde ich so 6, 7 Millionen haben. Heißt so 75 bis 80 in dem Bereich. Das wird dann mein Star der Mannschaft. Und ja, schreibt mir einfach eure Ideen für einen rechten Flügelspieler. Ich freue mich auf eure Ideen und wir sehen uns beim Part Nummer 6, genau.